Ja, herzlich willkommen zurück zu Anno 1701. Ja, wir starten gleich mit der zweiten Einführung, also weiter zur nächsten. Es lädt und es lädt immer noch. Und ist fertig mit Laden. Super. Willkommen! In der zweiten Einführung wollen wir Ihnen zeigen, wie Sie Ihre Siedlung weiter ausbauen und die nächste Zivilisationsstufe erreichen können. Die Königin, in deren Auftrag Sie hier eine Pioniersiedlung errichtet haben, ist noch nicht restlos überzeugt, dass Ihr Vorhaben von Erfolg gekrönt sein wird. Beweisen Sie ihr das Gegenteil und führen Sie Ihre Bevölkerung zur Zivilisationsstufe Siedler. Ja, dann schauen wir mal, wie das Ganze funktioniert. In Goldfurt, der kleinen Siedlung, mit der Sie starten, findet sich alles, was sich Ihre Pioniere wünschen. Ein Dorfzentrum, ein Kontor und eine Fischerhütte an der Küste sowie genügend Wohnraum. Es gilt nun, die Voraussetzungen zu schaffen, die es Ihrer Bevölkerung ermöglichen, zu Siedlern aufzusteigen. Für jedes Gebäude, das Sie errichten, wird Baumaterial verbraucht. Holz ist eines der wichtigsten Baumaterialien und wird am Anfang des Spiels für alle Gebäude benötigt. Wie viel Holz Sie im Moment zur Verfügung haben, zeigt Ihnen die Infoleiste links oben. Damit Sie für den Ausbau der Siedlung gerüstet sind, sollten Sie zuallererst eine Holzfällerhütte errichten und so für den Nachschub an Bauholz sorgen. Ja gut, dann machen wir das. Um Ihnen den Spieleinstieg zu erleichtern, geben wir Ihnen geeignete Bauplätze vor. Später können Sie alle Gebäude freisetzen. Öffnen Sie das Baumenü und wählen Sie mit einem Linksklick eine Holzfällerhütte aus. Errichten Sie das Gebäude mit einem Linksklick auf dem dafür vorgesehenen Bauplatz. Dieser ist beleuchtet und mit einer Umrandung versehen. Gut, einfacher geht's ja wohl nicht. Der Holzfäller beginnt sofort mit der Arbeit. Jetzt fehlt nur noch ein Feldweg, damit der Marktkarren das Holz auch ins Kontor bringen kann. Wählen Sie den Feldweg aus und setzen Sie den Anfangspunkt direkt neben die Holzfällerhütte. Setzen Sie den Endpunkt direkt neben das Kontor oder an das bestehende Straßennetz. Da nehmen wir natürlich das bestehende Straßennetz, weil sonst wird der Weg ja so gehen. Obwohl, der geht dann auch, aber wir setzen den direkt hier hin. Ausgezeichnet! Die Holzproduktion ist in vollem Gange und auch der Transport der Waren ins Kontor funktioniert. Genug Zeit, um nachzusehen, wie der Holzfäller mit seiner Arbeit vorankommt. Wählen Sie durch einen Linksklick Ihre Holzfällerhütte an. Der Holzfäller schlägt im Wald Bäume. Die aufgehellte Fläche rund um die Holzfällerhütte zeigt den Einflussradius an, in welchem er seiner Arbeit nachgeht. Bäume sind von selbst nachwachsende Rohstoffe und in ausreichender Menge auf ihrer Insel vorhanden. Je mehr Bäume sich in der Nähe der Holzfällerhütte befinden, desto schneller kommt die Holzproduktion voran. Das ist klar. Gut, weiter zu Schritt 8. Im Menü der Holzfällerhütte unten am Bildschirmrand sehen Sie, dass der Holzfäller die Bäume zu Holz weiterverarbeitet und wie viel er bereits hergestellt hat. Bis zu 5 Tonnen Holz können im Gebäude gelagert werden. Ist das interne Lager voll, legt der Holzfäller eine Pause ein. Die Prozentangabe gibt die Produktivität des Holzfällers an. Je höher die Produktivität eines Betriebs ist, desto schneller wird die entsprechende Ware hergestellt. Wie Sie sehen können, ist der Holzfäller zurzeit fleißig bei der Arbeit. Jawohl, sehr fleißig. Guter Mann. Und weiter zu Schritt 10. Wir haben noch viel vor und Holz wird gerade in der Anfangsphase des Spiels in großen Mengen benötigt. Errichten Sie daher eine zweite Holzfällerhütte, um den Nachschub zu sichern. Öffnen Sie das Baumenü und wählen Sie eine Holzfällerhütte aus. Für eine hohe Produktivität ist es wichtig, dass Sie die beiden Holzfällerhütten in ausreichendem Abstand zueinander errichten, damit jeder Holzfäller genügend Rohstoffe vorfindet. Errichten Sie die Holzfällerhütte auf dem vorgegebenen Bauplatz. Verbinden Sie auch die zweite Holzfällerhütte durch einen Feldweg mit dem Straßennetz.
Wählen Sie den Feldweg aus und setzen Sie den Anfangspunkt direkt neben. Die Holzversorgung ist gesichert. Sie haben reichlich Zeit, sich Ihrer Bevölkerung zu widmen und nachzusehen, ob sie zufrieden ist. Wie Sie am Porträt im Dorfzentrumsmenü sehen, sind Ihre Pioniere recht zufrieden. All Ihre Bedürfnisse, Nahrung und Gemeinschaft sind ausreichend erfüllt. Ja gut, dann schauen wir weiter. Zusätzlich ist ein weiteres Bedürfnis aufgetaucht. Stoffe. Stoffe gehören bereits zu den Bedürfnissen der nächsten Zivilisationsstufe. Wenn Sie Ihre Bevölkerung damit versorgen, haben Sie eine der Voraussetzungen erfüllt, damit diese zu Siedlern werden können. In einer Webstube können aus Wolle Stoffe gefertigt werden. Das entsprechende Gebäude steht Ihnen ab sofort im Baumenü zur Verfügung. Öffnen Sie das Baumenü und wählen Sie eine Webstube aus. Errichten Sie das Gebäude auf dem vorgegebenen Bauplatz. Gut, dann bauen wir die Webstube. Auch die Webstube benötigt eine Straßenverbindung zum Kontor, damit der Marktkarren die Stoffe später abholen kann. Wählen Sie den Feldweg aus und setzen Sie den Anfangspunkt. Ausgezeichnet. Werfen Sie nun einen Blick in die Webstube. Anhand der Produktivitätsanzeige sehen Sie, dass im Moment gar keine Stoffe hergestellt werden. Das Rohstoffsymbol zeigt Ihnen die Ursache an. Es fehlt Ihnen die dafür notwendige Wolle. Sie sollten rasch Abhilfe schaffen. Gut, das machen wir. Auf einer Schaffarm können Sie Wolle für die Stoffproduktion herstellen. Das entsprechende Gebäude finden Sie im Baumenü. Öffnen Sie das Baumenü und wählen Sie eine Schaffarm aus. Schon grasen die ersten Schafe auf der Weide. Da sich die Gebäude direkt nebeneinander befinden, brauchen Sie diesmal keinen Feldweg zu bauen. Die Webstube entsendet einen Gesellen, der nach einiger Zeit die Wolle direkt von der Schaffarm abholt. Schaffarm und Webstube bilden eine Produktionskette. Nur der Endbetrieb, in diesem Falle die Webstube, benötigt für die Warenabholung eine Straßenanbindung. Eine Webstube ist im Normalfall durch zwei Schaffarmen optimal ausgelastet. Um genug Wolle für Ihre Webstube zu produzieren, sollten Sie also gleich eine zweite Schaffarm errichten. Gut, mach mal. Wählen Sie eine Schaffarm aus. Für die Produktion von Wolle haben Sie gesorgt. Sehen Sie einmal nach, ob sie bereits in Ihre Webstube transportiert wurde. Gratulation! Ihre Webstube wird nun in ausreichendem Maße mit Wolle versorgt. Bald werden die ersten Stoffe fertiggestellt sein. Gut, super! Sie haben wieder einmal Zeit, sich der Bevölkerung von Goldfurt zu widmen. Da nun auch das Bedürfnis nach Stoffen erfüllt wurde, ist die Zufriedenheit Ihrer Bevölkerung weiter gestiegen. Anhand des Porträts sehen Sie, dass dies Ihre Pioniere in euphorische Stimmung versetzt hat. Damit sich Ihre Siedlung weiter vergrößert und die Bevölkerung später zu Siedlern aufsteigen kann, sollten Sie mehr Wohnraum schaffen. Bauen Sie daher 6 Wohnhäuser in der Nähe des Dorfzentrums. Gut, öffnen Sie das Baumenü und errichten Sie 6 Wohnhäuser an den vorgegebenen Bauplätzen. Gut gemacht. Schon ziehen weitere Pioniere in ihre Siedlung ein. In der Infoleiste links oben sehen Sie, dass die Bevölkerungszahl nach und nach ansteigt. Werfen Sie erneut einen Blick auf Ihr Dorfzentrum. Nachdem die neuen Bewohner eingezogen sind, wird im Dorfzentrumsmenü nun noch ein 4. Bedürfnis angezeigt. Glaube. Wie die Stoffe gehört das Bedürfnis nach Glaube bereits zu den Siedlerbedürfnissen. Sobald es erfüllt ist, können Ihre Pioniere zur nächsten Zivilisationsstufe aufsteigen. Eine Kapelle kann das Bedürfnis Ihrer Bevölkerung nach Glaube stillen. Damit alle Bewohner von Goldfurt davon profitieren, sollten Sie das Gebäude in unmittelbarer Nähe zu den Wohnhäusern errichten. Öffnen Sie das Baumenü und wählen Sie eine Kapelle aus. Bauen Sie das Gebäude am vorgegebenen Bauplatz. Jo, es ist zwar jetzt ein bisschen langatmig, das ganze Tutorial, und ich will auch nicht immer reinquatschen, wenn der gute Herr hier das Ganze erklärt.
Deswegen, wie nochmal gesagt, sei nochmal gesagt, dass wer es schon kennt, einfach überspringen und dann zum regulären Spiel zu gehen. Gut, und dann gehen wir nochmal weiter. Und zwar, wir sollen jetzt eine Kapelle bauen. Sehr gut. Die ersten Einwohner begeben sich bereits zum Gebet in die neue Kapelle. Sicher interessiert es sie, ob das Bedürfnis nach Glaube nun bei allen Bewohnern gestillt ist. Im Menü des Wohnhauses erscheint das Porträt jener Zivilisationsstufe, die dieses Haus bewohnt. Gesichtsausdruck und Hintergrundfarbe spiegeln ihre Zufriedenheit wider. Daneben wird angezeigt, welche Bedürfnisse die Hausbewohner haben und ob sie erfüllt sind. Wie Sie sehen, sind die Bedürfnisse nach Nahrung, Gemeinschaft, Stoffen und Glaube gestillt. Jawohl. Sie haben bereits alle Voraussetzungen erfüllt, die für einen Stufenaufstieg erforderlich sind. Sehen Sie nur, die Bevölkerung beginnt bereits damit, ihre Pionierhäuschen zu Siedlerhäusern auszubauen. Und zur Feier dieses Ereignisses zieht auch ein Musikantenzug durch die Straßen. Die Königin wird begeistert sein. Ein Musikantenzug. Harte Arbeit zahlt sich aus, da sieht man es gut. Hier haben wir den Musikantenzug, wie der jetzt durch die Straßen zieht. So viele Straßen gibt es ja noch nicht. Naja, machen wir weiter. Einen ersten Achtungserfolg habt ihr hiermit erzielt. Weiter so. Auch ihr Dorfzentrum hat sich mit dem Stufenanstieg verändert. Platz und Statue erstrahlen in neuem Glanz und die Marktstände wurden ausgebaut. Das wird den Leuten in Goldfurt gefallen. Gratulation! Sie haben es Ihrer Bevölkerung ermöglicht, zu Siedlern aufzusteigen und damit diese Einführung erfolgreich abgeschlossen. Die Bewohner von Goldfurt bejubeln Sie in Anerkennung Ihrer Verdienste. Ja, super! Wenn Sie wollen, können Sie nun in einem Übungsspiel wiederholen, was Sie soeben gelernt haben, oder gleich zur dritten Einführung weitergehen. Kehren Sie zum Hauptmenü zurück, um die Einführung zu beenden. Gut, wir haben wieder ein Tutorial beendet und ja, wir sehen uns dann beim nächsten. Bis gleich.